Hallo, liebe Lesenation. Ich habe mit Cornelia Maria Barbara Eleonore Scheel zusammen ein Buch geklöppelt. Des Wahnsinns fette Beute, Macken und Marotten auf der Spur für Rowohlt. Das war sehr unterhaltsam und sehr spannend. Wir haben diverse Zeitgenossen und Zeitgenossinnen gefragt, ob sie einen an der Waffel haben. Und die Beute war enorm. Zum Beispiel, das wird Sie jetzt nicht überraschen, Bastian Pastewka. Ich meine, Bastian Pastewka ist natürlich der König der Welt. Wer war noch dabei? Oder Katrin Bauerfein. Genau, Katrin Bauerfein. Warte, dann haben wir natürlich noch einige Freunde gefragt. Ja, mein Freund Dirk Bach, den kenne ich ja nun so viele Jahre und ich wusste nicht, dass der komplett historisiert den Fernseher immer nur auf bestimmte Zahlen bei der Lautstärke stellen kann. Also er kann keine Vielzahl ertragen. Ich habe das nicht gewusst. Oder, ja, Rosa von Braunheim, der Arme. Kann sich an keinem Weihnachtsfest erfreuen. Naja, wir hatten jedenfalls beim Machen dieses Buches, wie man in Köln sagt, eine Püngelfreude und wir hoffen, dass diese Freude sich auf Sie überträgt, falls Sie dieses Büchlein kaufen wollen. Wir finden, es ist sehr gute Unterhaltung. Man erfährt natürlich auch etwas über Cornelia und mich, was mich anbetrifft. Sie wissen es vielleicht, ich kann ohne eine Wasserflasche nicht aus dem Haus gehen. Ich habe Angst, dass meine Petsybären im Koffer ersticken könnten. Aber was ich vor allen Dingen habe, ein ganz großes Problem mit lauten Geräuschen. Ja? Natürlich Presslufthammer, Formel 1, klar. Aber im Haushalt